begrüße Sie jetzt hier zu diesem Termin. Sie wissen alle, der Oberbürgermeister ist heute früh in Haft genommen worden. Und Sie fragen sich natürlich jetzt, wie es weitergeht in der Stadt, mit der Stadtverwaltung, für die Stadt. Zunächst mal ganz grundsätzlich ist die Stadt natürlich nach wie vor handlungsfähig und die Aufgaben werden selbstverständlich von der Verwaltung nach wie vor stetig und konstant wahrgenommen. Nachdem der Oberbürgermeister vorläufig die Amtsgeschäfte nicht wahrnehmen kann, tritt die normale Vertretungsregelung in Kraft. Das bedeutet, dass ich jetzt die Amtsgeschäfte in seiner Vertretung wahrnehme und auch die Verwaltung führe. Ich habe heute Morgen dann, nachdem ich das erfahren habe, die Spitze der Verwaltung, das heißt alle Referentinnen, Referenten und den Bürgermeister Huber informiert, offiziell informiert und mich mit ihnen besprochen. Und ich möchte mich jetzt an dieser Stelle auch ganz herzlich bedanken bei den Referenten, bei der Referentin, beim Bürgermeister für die Loyalität und für die Unterstützung, die sie mir auch angekündigt haben. Dann habe ich natürlich alle Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter offiziell informiert, außerdem die Vertreter der Koalitionsfraktionen. Es wird heute Abend eine Sitzung des Koalitionsausschusses geben, wo wir uns beraten werden. Und außerdem ist heute Abend auch noch eine Sitzung der SPD-Stadtratsfraktion einberufen. Sie können sich vorstellen, dass ich heute Morgen erstmal zunächst auch durchschnaufen musste und das bisschen sacken lassen musste und auch erstmal meine Fassung wieder gewinnen musste. Das ist natürlich ein schwerwiegender Vorwurf. Ich bitte um Verständnis, dass ich mich aber zum laufenden Ermittlungsverfahren natürlich nicht äußern kann und das auch nicht tun werde. Ich möchte aber, wie die Staatsanwaltschaft es auch schon getan hat, darauf hinweisen, dass nach wie vor die Unschuldsvermutung gilt. Es ist in der Stadtverwaltung mit Sicherheit so, zumindest bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit denen ich schon gesprochen habe, bei den Referenten, beim Bürgermeister, das alle hat uns überraschend getroffen und auch betroffen gemacht. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass wir diese Situation auch meistern werden. Das ist jetzt mein Statement bis hierher. Selbstverständlich können Sie jetzt auch Fragen stellen. Claudia Fuhrmann vom ZDF, Frau Mann-Schwarz-Fischer, Sie sind ja auch SPD-Mitglied. Ja. Was sagen Sie denn dazu, diese Spendenpraxis, die ja schon seit einem halben Jahr im Raum steht? Ich werde mich zu dem Verfahren und zu den Vorwürfen jetzt hier nicht äußern und ich werde auch die politische Bewertung jetzt hier von dieser Stelle nicht vornehmen. Ich werde da zunächst mal mich beraten mit meiner Fraktion, selbstverständlich auch mit der Partei. Kam die Haft jetzt für Sie so überraschend heute? Bitte, was? Kam die Haft, die Verhaftung jetzt so überraschend? Ja. Also mit dem habe ich nicht geredet. Hat der Bürgermeister schon signalisiert, dass er von seinem Amt zurücktritt? Gibt es da schon Hinweise? Nein, da gibt es keinerlei Hinweise. Wie ist das Prozedere von der Verwaltungsspitze jetzt? Es gibt ja nicht so viele Fälle, wo Oberbürgermeister in Haft genommen werden. Das ist ganz normal so geregelt, wie zum Beispiel, wenn er erkrankt wäre oder im Urlaub wäre. Es gibt eine Vertretungsregelung. Ich bin die zweite Bürgermeisterin, deswegen nehme ich diese sämtliche Amtsgeschäfte vor. Steht eine Entlassung aus diesem Amt in Frage? Nein, Entlassung aus diesem Amt steht nicht in Frage. Aber zu dem... Das sind jetzt rein hypothetische Fragen, muss ich sagen. Das kann ich jetzt so nicht beantworten. Aber wie es generell das Prozedere ist, sollte ein Oberbürgermeister sozusagen gänzlich ausfallen. Dazu kann Ihnen der Herr Eckert was sagen.
Frau Bürgermeisterin, meine sehr verehrten Damen und Herren, nochmal die Betonung ist in der staatsanwaltschaftlichen Presseerklärung dargestellt ist, es gilt die Unrechtsvermutung. Ihre Frage, ob eine Entlassung im Raum steht, wird dann beantwortet, wenn das Verfahren beendet ist. Wenn ein Oberbürgermeisteramt frei ist, gibt es klare Regelungen, gesetzliche Regelungen, wie zu verfahren ist. Wenn das in der laufenden Wahlperiode passieren würde, wäre innerhalb 3 Monaten Neuwahlen durchzuführen und eine neue Oberbürgermeisterin oder ein neuer Oberbürgermeister würden für 6 Jahre gewählt. Ansonsten ist kommunalrechtlich die Sache ganz klar, so wie es die Frau Bürgermeisterin dargestellt hat. Es gibt Vertretungsregelungen und die Stadt ist damit voll handlungsfähig. Wie ist es denn disziplinarrechtlich? Es ist ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden, das liegt aber nicht in unserer Hand, nicht in der Hand der Stadt, sondern der Regierung, die das an die Landesanwaltschaft weitergegeben hat. Muss ihm die nicht des Amtes entlegen, wenn er seine Amtsgeschäfte nicht mehr ausführen kann und das geht ja schlecht aus der Berufszeit? Das ist eine Frage, die ich so nicht beantworten kann. Das also, es ist ja so, der Herr Oberbürgermeister hat bei Beginn der Ermittlungen gegen sich selbst ein Disziplinarverfahren beantragt. Nach meiner Kenntnis hat die Regierung der Oberpfalz, die als Disziplinarbehörde auch zuständig ist, das an die Landesanwaltschaft abgegeben als ein gesammeltes Verfahren. Das heißt, das ist nicht in dem Hoheitsbereich der Stadt Regensburg durchgeführt wird. Ganz theoretisch gibt es im Bayerischen Disziplinargesetz Regelungen, wie zu verfahren ist. In aller Regel wird bei Disziplinarverfahren ein parallel laufendes Ermittlungsverfahren abgewartet, das Ergebnis und dann das Disziplinarverfahren fortgeführt. Theoretisch gibt es auch Möglichkeiten einer vorläufigen Dienstenthebung, das ist aber Sache der Landesanwaltschaft, das zu entscheiden, ob die Gründe vorliegen. Nach derzeitigem Stand, jetzt was die Funktionsfähigkeit der Stadtverwaltung betrifft, keine Notwendigkeit. Die ist gegeben. Gibt es ja Fragen? Sie haben gesagt, die Handlungsfähigkeit der Stadt ist nach wie vor gegeben, aber ist nicht der Bundesbetrieb jetzt trotzdem beeinflusst? Der Selbstvertreter kriegt einfach weil das Ansehen der Stadt jetzt so leidet? Das sehe ich so nicht. Also die Handlungsfähigkeit der Stadt ist in keiner Weise beeinträchtigt. Die Ämter arbeiten alle, wie sie arbeiten sollen und wie sie es auch gewohnt sind zu arbeiten, da gibt es keinerlei Beeinträchtigungen. Das hätte ja dann schon im vergangenen letzten Jahr der Fall, halben Jahr der Fall sein müssen. Das ist so nicht. Was sehen Sie denn für einen Schaden für die Stadt? Das müssen Sie keinen Politik fragen. Im Grunde genommen, ich sehe einen, natürlich ist ein politischer Schaden da, das ist ganz klar, das liegt auf der Hand, das ist aber jetzt durch diese Lage vielleicht verschärft, aber nicht neu. Und für die Stadt selber sehe ich derzeit keinen Schaden. Sieht die Opposition anders, ne? Sieht die Opposition, müssen Sie mit der Opposition reden? Die Caro Lupo vom Bayerischen Rundfunk. Die Entscheidung, die der Bürgermeister bisher gefällt hat, wer fällt die jetzt? Ich. Sie. Das heißt, in allen Sachen? In allen Sachen. Vollumfänglich. Sind noch weitere? Sind da irgendwie Möglichkeiten, also Kontakt zu ihm aufzunehmen? Also es gibt normalen Arbeitsamt, normal. Nein, nein. Für seine Anwälte gibt es natürlich, die werden mit ihm Kontakt haben. Ich habe keinen Kontakt. Aber natürlich habe ich Kontakt mit seiner Verwaltung, mit unserer Verwaltung, die ja in jedem einzelnen Fall auch Bescheid ist. Ich habe eine Frage an Sie, auch als Mitglied der SPD-Fraktion. Die Staatsanwaltschaft spricht ja davon, dass der Bürgermeister gemeinsam mit einem Stadtrat der SPD den Antrag eingebracht hat, der dann wohl einen Unternehmer begünstigt hat. Möchten Sie da noch weiteres? Ich habe ja gesagt, dass ich zum laufenden Verfahren mich nicht äußern werde. Ja, wenn
wenn von Ihrer Seite aus keine Fragen mehr im Raum stehen, dann danken wir fürs Kommen.